Hallo Leute und herzlich willkommen zu Unravel. Ich saß jetzt eine ganze Weile hier an dieser Stelle, wo ich gesagt habe, hey, ich weiß nicht, wie das gehen soll. An sich war es auch ein bisschen friemelig. Und zwar musste man mit Hilfe von diesem Stein, den man hinter diesen anderen Stein aufgestellt hat, versuchen, den da drauf zu bekommen, damit wir hier so eine kleine Rampe haben und dann locker flockig da hochhüpfen können. Locker flockig war es aber leider nicht. Es war ziemlich anstrengend. Wow, 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 okay. Und hat mich einige Zeit gekostet, deswegen habe ich es jetzt nicht ganz genau aufgenommen. Und ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Es war auf jeden Fall, ja, anstrengend. Richtig anstrengend. Diese Mücken dazu, die gehen einen ziemlich auf den Senkel. Das kann man einfach so sagen. Es ist einfach so. Und, ja. Hängen einfach ständig nur im Weg rum. Achso. Ah, ne. Dings machen. Eine Sprungschanze machen. Und deswegen hat das Ganze ein bisschen gedauert. Wie gesagt, ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Aber ich denke, es gibt Schlimmeres. Hä? Andere Richtung? Wahrscheinlich? Hallo? Ah, jetzt habe ich das da unten entriegelt. Moment, dann machen wir das weg. Diese Mücken gehen mir so auf den Nerv. Und da ist ein Geheimnis auf jeden Fall. Was wir uns holen werden. Oh nein! Nein! Mist! Das Level geht ganz schön lang. Ah, das ärgert mich ein bisschen. Oh, nee, wir machen... Mach das dran jetzt. Und geh nochmal da hoch. So. So, dann müssen wir das ziehen. Ist noch ein Stück weiter? Ich weiß nicht. Nee, scheint nicht so. So, machen das auf. Dann machen wir so. Nee, wir kommen halt nicht da drüber. Hä? Okay, ich weiß gerade nicht, woran es liegt. Moment. Wir könnten versuchen, mit dem einen uns zu schwingen. Das ist halt immer so eine Sache, ne? So, wir machen ja das jetzt hier. So. Aber wir kommen. Immer noch nicht dran. Na gut. Nehme ich das wohl mal hin, oder? Das, wisst nicht, was ich jetzt anders machen soll. Auf jeden Fall ist da oben dann... Teil. Ja, das funktioniert nicht, okay. Das funktioniert definitiv nicht. Wie komme ich denn jetzt da hoch am besten? Weil irgendwie das hängt ja alles im Weg. Kann mich ja nicht richtig schwingen, um da hochzukommen. Ha! Ja, und die nächste Hürde. So, okay, das lassen wir jetzt einfach mal. Ich gucke jetzt einfach mal, wie weit ich hier mit Schwingen komme. Oder ob ich da notgedrungen hoch muss. Ich muss da hoch, ne? Ja. Hä? Guckt einfach so und denkt so, hä? Spiel, was willst du von mir? Naja. Oben liegt was drauf, aber ich weiß nicht, ob ich das brauche. So, das auf. Das auf. Ah, ich hab's. Nee. Ich dachte, da wäre was. Nee, so das. Oh, kann ich das ziehen? Der sagt, ich kann das runterziehen. Das ist doch gerade eben schon
Ich kann doch irgendwie ziehen. Machen wir noch mal dran. Ich da zurück. Ich habe jetzt halt gedacht, wenn ich halt vielleicht dran ziehe. Was jetzt, wenn ich jetzt so mache? Das runterziehen kann. Das geht nicht. Ich kann das zwar spannen, aber nicht so, dass das geht. Komisch. Okay, weiß ich gerade nicht wie. Ich würde ja sagen, ich könnte das halt echt irgendwie runterziehen. Irgendwie. Nein, nein, nein. Nö. Hä? Ich übersehe gerade, glaube ich, irgendwas. Ich weiß nicht was. Nochmal abmachen. So, dann. Ja, kannst du mal ziehen den Scheiß? Den vielleicht? Ja, dagegen hüpfen bringt auch nichts. Ah, diese Mücken. Bringt halt nichts. So komme ich auch nicht irgendeiner Weise dran. Hä? Ich verstehe es nicht. Entschuldigung. Bin gerade einfach so. Vielleicht ist es auch ganz offensichtlich, aber man kennt das ja, wenn man irgendwie es aufnimmt. Dass es meistens nicht so offensichtlich ist, wie man es gerne hätte. Was passiert dadurch? Eben nichts. Wenn ich jetzt so mache, geht das auf. Ja, nee, du sollst nicht ziehen, du sollst. Jo, jetzt machen wir da dran fest. So. Nein, 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 nein. Jetzt versuche ich erstmal, ob ich da dran komme. Irgendwie. Nein, nein, nein. Ach, Gott sei Dank. Okay, das war knapp. Das war. Okay. Gut, jetzt. Das finde ich doof, halt, dass das passiert.
Aber ist okay. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn mir dieses rostige Stück hier runter geht. Sieht halt aus, als... Nö, ich kann da echt nichts machen. So. Yay. Fall um. Oh, ich sollte in die andere Richtung kippen, ernsthaft? Tja. Dann? Das nehmen. Okay, wir können alles wieder abknüpfen, oder? Ich weiß es nicht. Moment, wir machen mal hier. Ach, kannst du mal... Danke. Das machen wir auch. Hä? Ich wollte schon sagen, bieg dich doch. Na komm, komm. Ich bin schon wieder ertrunken. Okay, so ging es schon mal nicht. Ah, jetzt habe ich wenigstens das gecheckt mit dem, dass das in die andere Richtung gekippt werden muss, damit ich da oben rankomme. Ich dachte doch, das sieht aber komisch aus, was da oben ist. Aber weil das hier halt so in die Richtung kippt, dachte ich, jo. Okay. Na gut, ist halt so. Wenigstens haben wir das Geheimnis. Was auch ziemlich tricky ist, ranzukommen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, okay. Jetzt da hoch. Und jetzt das in die andere Richtung. So. Und jetzt ist die Frage. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß wie. Oh, bist du. Oh mein Gott. Okay. Wir machen jetzt hier. Dann machen wir hier mal so. Oh mein Gott. Ernsthaft? So. Das nehmen wir trotzdem mit. Weiß noch nicht wofür. Aber erstmal hole ich mir da drum den Faden. Wow. Okay. Das ist nicht. Jetzt wollte ich sagen, wäre es nicht schlauer, da drüber zu gehen? Aber okay. Das geht nicht. Ich würde jetzt aber noch nicht mal. Ich würde mich jetzt einfach darüber schwingen. Oh mein Gott, und immer mehr von diesen Mücken. Nein. Ein Elch. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Oh, er hat die Mücken mitgenommen. Oh, der arme Elch. Tut er mir ein bisschen leid. Wir sehen, dass da oben ein Ding zwar. Ein mehr Faden war da oben. Hab ich ganz genau gesehen. Die Frage ist, wie soll ich da hochkommen? Ah, dieses Level. Ah. Holzblock ziehen. Das ist gar kein Holzblock, das ist ein... Ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall kein Holzblock. Ah. Komm mal da hoch. Müssen uns wieder ein Katapult bauen. Ich nehme halt an, es ist so gut, Faden mitzunehmen. Oder man sollte so viel Faden mitnehmen wie möglich. Tantadam.
Okay. So kann es natürlich auch gehen. Zack. Jetzt wieder da hoch. Jetzt können wir hier auch weiterlaufen. Vielleicht wäre das so gerade der Punkt gewesen, wo man vielleicht nicht weitergekommen wäre. Wer weiß. Jetzt? Jetzt habe ich gedacht, ich kann das vielleicht abziehen, aber irgendwie dann halt doch. Ach nee, ich... Oh, ich check das immer nicht, dass mir das Spiel damit sagen will, ja, du kannst hier so ein Jumping-Ding bauen. Ich denke mir so, hä, wie soll ich jetzt da hochkommen? Ja, so. Und da ist auch ein Geheimnis. Okay. Aber wir haben schon wieder unseren ganzen Faden verloren. Da oben ist welcher. Oben ist Faden und unten war auch Faden. Das habe ich nämlich auch gesehen. Deswegen gehe ich trotzdem erstmal runter. Hier unten war auch welcher. Genau. Hier nehme ich auch. Aber so, hä? Es reicht genauso von Punkt A bis B. Ist hier irgendwas? Nee. Hä? Da gibt doch gar keinen Sinn. Jetzt verbastel ich das doch wieder. Außer hier hinten ist irgendwas. Sieht so nach Ende aus. Oh, da oben war auch noch was. Ah! Spiel! Tu doch sowas nicht mit mir. So, mal. Zack. Und wupp. Da kam ich hier gar nicht... Ah, nee, hier komme ich gar nicht durch. Okay. Und dann hat sich das erledigt, Spiel. Oh, okay. Und wir gehen da hinten auf diese Lichtung. Und ich hoffe, mir widerfährt nichts Böses. Ah. Oh, also sie, oh nein, sieht so schön aus. Ich mag dieses Spiel heiraten. Wow! Oh. Ich würde sagen, das hat sich gelohnt, oder? Ist mal kaputt gerissen. Oh, und jetzt sind wir in diesem Feld mit den Bären. Ah, und da liegt was. Was ist das? Ein Vogel? Ist das ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Nein, es ist... gar ein Vogel. Sieht ein bisschen aus wie ein Vogel. So von oben halt. Eine Libelle? Erfolg freigeschaltet. Endlich gefunden. Ja, das war auch eine schwere Geburt, würde ich sagen. No. Und wieder die ganzen Erinnerungen ins Buch. Okay, meine Taktik mit jedes Mal zwei Level. Hilfe, weil ein Level, meinte ich, geht nicht ganz auf, ne? Bärenmoor. Kann man wirklich wertschätzen, wie besonders oder schön etwas ist, wenn man nicht weiß, was es gekostet hat, es zu bekommen, wenn man nie dafür arbeiten musste? Interessante Frage. Oh, ich wollte nicht zumachen. Ich wollte eigentlich weiter gucken. Ja, okay. Also sie sind raus zum Bären sammeln mit so einem Eimer. Das mache ich gerne mit meiner Mama immer. Ah, okay. Und dann haben sie einige Bilder. Oh, ja. Da, jetzt verstehe ich auch das mit den Mücken sehr. Ja, wenn man immer so einen richtigen Moor ist, dann ist das mit den Mücken echt der Hammer. Oh, das ist das mit der Schnur. Wirklich, damit sich halt keiner verläuft, so wie es aussieht. Auch so eine Taktik, die ich halt auch von früher kenne, wenn man halt in den Wald gegangen ist und gerade beim Sammeln oder so halt irgendwie, ah, da ist noch was und da ist noch was. Dieses typische, man kann sich leicht verlaufen, da ist sowas echt praktisch. So ein paar Schnüre zu spannen. Oh, so schöne Bilder vor allem. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt noch bis zum nächsten Level und dann, machen wir im nächsten Part auch erst das nächste Level. Aber wir sparen uns halt jetzt den Weg dahin. Das mache ich jetzt schon in diesem Part. Jetzt gucke ich mal, ob es da oben auch 5 Geheimnisse gab. Aber wahrscheinlich, ne? Und wir hatten 5 von 5. Cool. Das freut mich. Und die Geheimnisse sind das immer die Sachen, die hier so daneben liegen. Cool. So, und ich glaube, hier ging es irgendwo weiter. Ja, da drüben ist was. Entgleist. Ist aber ausgegraut, also ist es nicht das nächste Level. Unten im Loch. Wie viel ist genug? Berg
Bergwanderung ist das nächste Level. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Unravel mit dem Level Bergwanderung. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei wärt. Bis dahin. Ciao.